Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Bewusstsein TV. Heute habe ich wieder ein interessantes Thema für euch und ihr seht schon bei mir im Hintergrund, es geht wieder um die Palmblatt-Bibliotheken. Ich hatte ja schon einige Interviews. Mein erstes Interview war mit meinem Bekannten oder Freund Heinz Karlitsch gewesen. Da hat er über seine eigenen Erfahrungen in den Palmblatt-Bibliotheken gesprochen. Und dann hatte ich natürlich mit dem allbekannten Thomas Ritter auch schon über seine Erfahrungen gesprochen. Und heute habe ich Stefan Österreicher eingeladen. Er ist der Gründer von MyPalm Leaf. Das ist eine Organisation, die sehr viele, ich sage jetzt mal, Übersetzer im Team hat. Ich bin schon ganz gespannt auf dieses Interview, was er zu erzählen hat, wie sein Lebensweg war, um ein Palm nicht Reader, aber Übersetzer zu werden und da eine Organisation zu gründen, die eben mehrere Übersetzer hat. Und ja, es wird spannend. Ich verspreche euch, es gibt dann auch noch eine tolle Neuigkeit zum Schluss oder zwischendrin. Ich weiß es jetzt noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall bleibt gespannt. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Bewusstsein TV. Und wie ich schon in der Vorankündigung gesagt habe, heute habe ich den lieben Stefan Österreicher eingeladen als Interviewgast. Und ihr seht es ja schon im Hintergrund, es geht wieder, sage ich einfach jetzt mal, um die Palmblatt-Bibliotheken. Und heute um Stefan seine persönlichen Erfahrungen. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber ich möchte Stefan bitten, ihn natürlich sich erstmal vorzustellen, weil es kennt ihn ja nicht jeder auf der Welt, ne, sage ich jetzt mal. Und ich gebe das Wort jetzt an Stefan weiter. Erstmal herzlich willkommen, Stefan, zum Interview. Vielen Dank, liebe Alexandra. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit dir. Mich vorzustellen, weiß ich immer nie, was ich sagen soll. Aber dass es um die Palmblatt-Bibliotheken geht. Ich bin Stefan Österreicher, in Deutschland geboren, und ich bin der Gründer einer Organisation, die heißt MyPalmLeaf, die sich voll und ganz den Palmblättern und den Palmblatt-Bibliotheken widmet und die Aufgabe hat, diese Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, ohne dass man nach Indien reisen muss. Wir arbeiten mit verschiedenen Bibliotheken zusammen in Indien, mit Palmblatt-Bibliotheken, und helfen Menschen, die Palmblätter erstmal zu finden und dann aber auch online in einer Zoom-Konferenz mit der Palmblatt-Bibliothek lesen zu lassen. Das mache ich nicht allein, sondern mit einem großen, ganz, ganz tollen Team von mehr als 40 Menschen in, glaube, 12, 13, 14 Ländern sind wir. Man ist in vielen verschiedenen Sprachen und mit ganz viel Herz und Liebe. Und erzähl doch mal was über dich. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Es muss ja auch irgendwie die Gründung, die fußt ja auf irgendwas. Also du hast ja nicht mal einfach so gedacht, ich mache jetzt mal eine, ich sag mal, eine Organisation von Palmblatt-Übersetzern, sondern ich weiß aus meinen Recherchen, aber auch, wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch, dass du auch jahrelang in Indien gelebt hast und ich glaube auch eine eindrückliche eigene Palmblattlesung hattest. Und ja, erzähl doch einfach mal darüber. Sehr gerne. Also, ich bin 39 Jahre alt, komme aus Baden-Württemberg, bin da auch gerade am schönen Bodensee, wo ich jetzt viel lebe. Bin aber immer noch sehr, sehr viel in der Welt unterwegs. Es hat auch schon begonnen, als ich gerade 20 war, gerade mit der Schule fertig war, habe ich ein One-Way-Ticket nach Indien gebucht. Hatte schon ein ganz starkes spirituelles Interesse davor. Als ich da ankam, habe ich gemerkt, wow, da gibt es ja so viel zu lernen. Da kam ich zum ersten Mal dann mit so wirklichen Yogis, Mönchen in Kontakt.
und konnte einfach sehen, hey, da gibt es ja noch ganz andere Wege, so ein Leben zu leben, als jetzt an der deutschen Uni zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und dann einfach einen Beruf zu haben, ist ja auch schön. Aber ich habe gemerkt, hey, eigentlich will ich was anderes. Eigentlich will ich mich mit den Geheimnissen des Lebens beschäftigen. So. Und Antworten auf all die großen Fragen bekommen, die ich schwer finden konnte davor. Und dann aber in Indien plötzlich wie so an der Quelle saß. Und Ja. bin dann, also habe dann auch die Entscheidung getroffen, hey, ich will mich dem voll und ganz widmen, ich will das studieren. Oh, Und habe mir das dann aber erstmal zusammengesucht sozusagen. Bin wirklich von Lehrer zu Lehrer gereist. Also war ganz viel lange Zeit in den Himalayas, sowohl in Indien, in Nepal, auch in anderen asiatischen Ländern und habe dort wirklich geforscht und mich voll und ganz dieser Suche gewidmet und auch ganz viel finden dürfen, ganz viele Erfahrungen finden dürfen. Und bin immer noch ganz, ganz dankbar für diese Zeit. Das waren noch viele, viele Jahre, die ich mich dem voll und ganz widmen durfte. Und habe damals auch schon die erste Palmet-Bibliothek besucht. Das war eine kleine Bibliothek im Norden von Indien. Ich habe damals interessanterweise mein Palmblatt nicht gefunden. Aber die ganze Erfahrung, die war so eindrücklich. Also es hat sich so authentisch und richtig angefühlt, dass mir das immer in Erinnerung geblieben ist. Dann kamen noch viele andere Kapitel dazwischen. Ich habe viel Zeit in Süd- und Nordamerika verbracht und immer noch weiter auf dieser inneren und äußeren Forschungsreise. Habe dann aber auch schon begonnen, viele verschiedene Projekte umzusetzen, Meditationszentren gegründet oder mitgeholfen, in welchen. Viele spirituelle Reisen veranstaltet auch. Und immer wieder Forschungsprojekte gemacht zum Bewusstsein und auch zur Zeit. Ich habe ganz großes Interesse an der Zeit. Wie funktioniert denn das mit der Zeit? Weil wir denken ja so, es gibt eine Vergangenheit, eine Gegenwart und die Zukunft. Und das ist so linear, so nehmen wir das wahr. Aber eigentlich, vielleicht ist das gar nicht so. Ne? Ich habe schon ganz großes Interesse daran. Und dann kam das Jahr 2020. Viele von uns ging es mir da gerade nicht so gut. Schon kurz vor der, nennen wir es mal Covid-Story, ist schon mein ganzes Leben so auseinandergebröckelt, Beziehungen fiel auseinander. Dadurch sind auch einige meiner Projekte so ins Wanken gekommen und dann kam Covid und hat alles nochmal so ganz abgeräumt. Und dann ging es mir sowohl im Innen als auch im Außen nicht so gut. War ich ziemlich depressiv, habe meinen Weg nicht mehr gesehen oder gespürt, mich ziemlich verloren gefühlt. Und hatte das Gefühl, wie ich sehe meinen Weg nicht mehr. Der vor war mir da immer ziemlich klar und dann war der plötzlich wie nicht mehr da. Dann war ich gerade meine Eltern besuchen, war in meinem alten Kinderzimmer, habe depressiv mich da erholt, kann man sagen. Bin dann eines Morgens aufgewacht und hatte ganz starken Impuls. Und sagte, dein Palmblatt, du musst dein Palmblatt finden. Das war eine ganz, ganz starke Eingebung. Dann im Halbschlaf gleich gegoogelt und jemanden gefunden, der die gleiche Arbeit macht wie wir. Menschen hilft, ihr Palmblatt zu finden. Dann gleich die Lesung gebucht und die hatte ich dann mehrere Wochen später, als ich in meinem Auto saß vor einem Vipassana-Zentrum in Belgien. Vipassana-Zentrum ist ein Meditationszentrum, in dem 10-tägige, sehr intensive Meditationsretreats stattfinden. Ich hatte also meine Lesung, saß dann beim Auto, hatte mich schon für so ein Meditationsretreat angemeldet gehabt, bin dann direkt von der Lesung in diese 10 Tage Stille und Meditation gegangen. Also sprichwörtlich, da war nichts dazwischen. Und das waren perfekte Umstände, weil die Lesung an sich, die war schon so tief und beeindruckend. Und ich habe das auch schon gespürt, die ganzen Wochen davor, seitdem Ja. ich mir die gebucht habe, ich konnte das schon spüren. Das ist wichtig, das bringt ganz viele Veränderungen. Es war dann auch so. Und dann hatte ich die Lesung und dann eben 10 Tage Stille und Meditation, um darüber zu kontemplieren. Und in diesen 10 Tagen ist auch ganz viel passiert. Da passiert immer viel, da ist noch richtig viel passiert. Konnte ich eine ganz tiefe Verbindung spüren mit den Palmblättern, aber auch mit den Rishis, den Autoren der Palmblätter. Und auch, dass ich eine Aufgabe habe, mit den Palmblättern zu arbeiten. Und als dann die 10 Tage rum waren, war ich eben voller Klarheit, hey, ich soll mich dem widmen. Und habe das dann auch gemacht, habe erstmal alle möglichen Informationen gesammelt, die ich bekommen konnte, mit vielen Menschen gesprochen, Bücher gelesen, Bibliotheken versucht, die Kontakte zu bekommen und habe dann schon Freunden geholfen, ihr Palmblatt zu finden. Und so ist dann Schritt für Schritt, ne, kamen dann andere Menschen in mein Leben, die auch Interesse hatten an den Palmblättern. Es wird immer weiter als Organisation gewachsen. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, das braucht jetzt professionelle Strukturen. Und dann haben wir angefangen, das mehr und mehr auch zu professionalisieren,
So, dass wir heute jetzt, wie gesagt, mehr als 40 Menschen in 12, 13 Ländern gemeinsam daran arbeiten, um uns den Palmblättern, aber vor allem auch diese Energie hinter den Palmblättern zu widmen. Weil die Palmblätter sind ein Werkzeug, tolles Werkzeug, aber es geht eigentlich noch um viel, viel mehr. So bin ich heute hier gelandet und freue mich sehr, darüber mit dir heute zu sprechen. Ich Vielen Dank. finde es hochspannend, weil jeder hat ja eben seinen eigenen Lebensweg, ne? Und ich habe ja auch schon mit zwei anderen Interview gemacht. Einmal mit Heinz Kalitsch, der auch schon zwei Bücher geschrieben hat, der sich auch schon sein Leben lang mit Bewusstsein beschäftigt. Und er ist ja kein Palmblattleser, sondern sozusagen ein Kunde. Und er hat aber auch schon einige unterschiedliche Palmblattbibliotheken besucht, um eben auch herauszufinden, was ähnelt sich, ne? Was gleicht sich, wie sind die Aussagen und so weiter. Und das finde ich halt auch spannend. Er hat sozusagen seine eigene Forschung betrieben für sein eigenes Palmblatt oder für die unterschiedlichen Bibliotheken. Fand ich auch hochspannend. Ich werde dann auch die Links zu diesem Video und zu diesem Interview da unter meiner Beschreibung reinschreiben, weil eben jeder seine eigenen Erfahrungen macht. Und ich bin auch gespannt auf meine erste Lesung. Weil ich, also ich habe mir ja auch, ich mache mir sehr viele Gedanken natürlich auch darum, beschäftige mich auch schon seit meiner Kindheit mit unterschiedlichen Themen durch meine Gaben. Und ja, deswegen, es gibt ja keinen Zufall, warum man in Kontakt tritt mit Menschen, so wie ich jetzt mit dir in Kontakt getreten bin und wie ich. Auf euch bin ich ja eigentlich gestoßen, weil ich die Recherche zu dem Interview mit Thomas Ritter gemacht habe, weil mit ihm habe ich ja auch ein Interview gemacht über die Palmblatt-Bibliotheken und seine eigenen Erfahrungen. Er hat ja auch schon 30 Jahre Erfahrung darin. Und da habe ich halt gegoogelt, habe die KI oder AI angestrengt. Sie soll mal ein bisschen was herausfinden, überhaupt über die Palmblätter, weil ich mich da mit diesem Thema gar nicht beschäftigt habe, sondern immer ja mit anderen Themen halt, die mich jetzt selber auch betroffen haben, weil durch meine Gaben habe ich natürlich immer eigene Herausforderungen und da hat sich das, also die Palmblätter mich überhaupt gar nicht dargestellt, sozusagen. Aber durch diese Interviews habe ich mich natürlich mehr da auch mit beschäftigt. Und da kam ich, weil ich halt geguckt habe, was gibt es in Deutschland für, ich sag's mal, Palmblatt-Übersetzer, ne? So nenne ich das eben. Und da bin ich auch auf euch gekommen. Und ja, so hat sich das halt jetzt auch ergeben. Schön, dass wir da jetzt oder dass ich die Möglichkeit haben darf, dich zu interviewen, ist es hochspannend, weil eben jeder seine eigene Geschichte hat dazu. Und ja, also du hast ja erzählt, dass es, ich meine, ich sag mal, diese Krise, die wir hatten, die ganzen Jahre, dauert ja immer noch ein bisschen an, aber es war ja auch extrem in 2020, gerade in diesem im März. Ich habe da auch angefangen, im Januar meine Firma zu gründen. Und ich bin, also ich glaube, wir sind alle, die ganze Welt, in eine Depression gefallen Ja. in dieser Zeit. Es war wirklich eine wahnsinnige Zeit. Nicht nur partiell gesehen, sondern wirklich, es war eben die Welt, ne? Global, ne? Und war eine so eine Herausforderung. Also für mich war es jetzt, ich sag mal, so eine mittlere Herausforderung, weil ich immer schon sehr in mich gekehrt war oder eigenständig, selbstständig, Alleingänger in gewisser Maße. Ich habe ja eine Familie, aber durch meine Gabe doch immer sehr alleine war. Und deswegen, ich musste mich immer sehr viel mit mir selbst beschäftigen. Aber diese Krise, die wir ja hatten, zwang jeden einzelnen Menschen dazu, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen.
beschäftigen, ne? Und ja. Dass er auch gute Seiten hatte für viele Menschen, Ja, ne? absolut, absolut. Ja, also es gab halt, man hat es halt gemerkt, es gab eine Spaltung, eine Für und Wider in dieser Krise Spaltung. Aber es jetzt im Nachhinein gibt es auch wieder mehr, wie soll ich sagen, mehr eine Zusammenführung der Menschheit. Also ich finde oder empfinde die Spaltung gar nicht mehr so, wie sie in dieser Zeit stattgefunden hat, was ja am Anfang ganz extrem war, was sich dann, ja, eigentlich braucht man gar nicht mehr viel darüber zu reden, es ist ja vergangen. Und ja, kommen wir wieder mal zurück zu dir. Du hast die Zeit auch positiv genutzt, da ein Business draus zu machen, das dir eingegeben wurde durch die Palmblattlesung. So habe ich das richtig verstanden. Das ist richtig, also in der Lesung selbst, aber auch danach, ne? Auch diese 10 Tage der Stille in der Meditation, da kam jetzt sehr klar, dass ich mich dem widmen sollte. Am Anfang war das eher so mein persönliches Interesse und mit der Zeit ist es dann tatsächlich in der Organisation gewachsen. Das war mir am Anfang noch gar nicht klar, aber jetzt ist es ziemlich klar, dass das wirklich eine größere Aufgabe auch ist. Tatsächlich eine Berufung, so fühlt sich's an. Genau, und aber du warst, wie lange warst du denn in Indien? Ganz schwer zu sagen, weil ich das so oft war. Mehrere Jahre, aber immer 6 Monate, 10 Monate. Okay. Dann nach Deutschland oder bin nach Nepal oder nach Thailand. Also ich war viel unterwegs auch bei vielen verschiedenen Lehrern, vielen verschiedenen Schulen. Aber ich habe schon viele Jahre in Indien verbracht oder in diesem gesamten südasiatischen Raum auch. Weil du warst ja sehr jung, sag jetzt einfach mal, über 20 oder Mitte 20 hast du gesagt, wo du dich dann schon für dieses Thema, ich sag mal, Bewusstsein oder Bewusstseinserweiterung interessiert hast. Das ist ja ungewöhnlich. Also, ich sag mal, ein normaler Jugendlicher, so wie ich das jetzt kenne oder auch jetzt von meiner Tochter her, interessiert sich nicht unbedingt für Bewusstsein oder Bewusstseinserweiterung. Wie kamst du da drauf? Hast du irgendwie, ich sag mal, von deinem Elternhaus her oder Geschwister oder so, da was mitbekommen oder, Überhaupt nicht, da bin ich das bunte Schaf, würde ich sagen, in der Familie. Also ich bin sehr dankbar für die Familie, mit der ich aufgewachsen bin, mit der ich auch jetzt liebevoll verbunden bin, die mir auch sehr unterstützt haben, aber nicht dieses Interesse teilen, nennen wir es mal so. Also bist auch so ein außergewöhnlich, ich bin ja Einzelkind, ne? Und meine Mutter oder meine Eltern hatten es nicht leicht mit mir, auch durch meine Gabe. Und wenn man natürlich anders ist, so kann man das ja freundlich ausdrücken, ist es in der Gesellschaft schwierig. Das ist echt sehr schwierig. Und ich hatte tatsächlich niemanden, an den ich mich erinnere, in meinem Aufwachsen, der mir das auf irgendeine Weise vorgemacht oder vorgelebt hat. Also da kam aber von innen so ein ganz starker Ruf einfach. Und zum Glück habe ich auch einen starken Willen und die haben sich dann verbündet, der Ruf und der starke Wille. Weil, gerade wenn man so in der Schule ist oder junge Erwachsene, da wird man ja ständig bombardiert mit diesen zu den Erwartungen der Familie und Gesellschaft, dass man jetzt einfach so einen normalen akademischen oder Berufsweg geht. Also, was ja auch total Sinn macht für die meisten Menschen. Ist ja auch ein Segen, dass wir diese Ausbildungen hier haben. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht für mich. Und ich glaube, dass das schon von vielen früheren Leben kommt, weil dass das einfach wieder erwacht ist dann in diesem Leben. Weil mir das so klar war. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ich in meinem Alltagsleben versucht habe, mich mit meiner Spiritualität zu beschäftigen, sondern es war eher so, dass in diesem starken Ruf, das Bewusstsein zu erforschen und Spiritualität zu erforschen und zu leben, irgendwie mein Alltag Platz finden musste. Also die Herausforderung war dann eher andersherum. Dass es auch schwierig war, manchmal dann wieder wie so zurück auf die Erde zu kommen und einfach mich in einem normalen deutschen Alltag zurechtzufinden mit Menschen, die jetzt nicht diesen gleichen Weg teilen. Es fiel mir viele Jahre ganz schwer, deswegen war ich auch
nicht viel in Deutschland. Mittlerweile habe ich das, glaube ich, integrieren und auch heilen können, sodass ich sowohl auf der Erde als auch in den feinstofflichen Welten zu Hause bin. Und du warst in Indien und hast unterschiedliche Weisen studiert oder wie kann man sich das vorstellen? Hast du Meditation da gemacht oder Lehren gelernt? Was hast du denn da in Indien oder in deinen Ausbildungen oder Studien mitgenommen? Also Meditation ist eigentlich meine Hauptpraxis, mein Hauptwerkzeug. Das mache ich auch jeden Tag. Aber Meditation ist ja ein Wort, das viele verschiedene Techniken mit einschließt Ja. auch. Und da habe ich vielleicht so drei, vier, fünf verschiedene, die ich regelmäßig praktiziere, verschiedene Techniken. Und habe das auch in verschiedenen Traditionen lernen dürfen. Also ich habe erstmal ein ganz großes Interesse gehabt an allen Traditionen. Ich habe einfach alles gesucht, was ich finden konnte. Und also ich war bei den Yogis, bei den tibetischen Buddhisten, ich war auch bei den Sufis mal in der Türkei für eine Weile, ich war viel mit den Schamanen in Südamerika, nach Nordamerika unterwegs und kam dann eigentlich zu der Einsicht, die für mich offensichtlich ist eigentlich, dass all diese Wege aus der gleichen Quelle kommen und wieder zur gleichen Quelle zurückführen, dass die nur ganz anders geprägt sind, ne? Dass der kulturelle Touch ganz verschieden ist. Auch wenn das ganz anders aussehen kann, im Hinduismus, wo zum Beispiel, wo es ja anscheinend, sieht zumindest so aus, viele verschiedene Götter gibt. Und dann im Christentum, wo es alles auf, na, wo Jesus der Weg ist, sozusagen. Und trotzdem sind die sehr, 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 sehr ähnlich, wenn man zur Kernerfahrung kommt und sich auf die konzentriert. Und das ist auch das, was ich gemacht habe. Ich habe einfach alles erforscht, was ich finden könnte. Aber um ein paar Beispiele zu geben, ich war viel in tibetischen Klöstern, also auch für längere Zeit, habe dort auch von den Tibetern gelernt, meditiert. Beim Dalai Lama war ich viel oder auch mit den indischen Yogis war ich viel unterwegs, habe auch in einigen Schulen das gelernt, also wirklich studiert auch das Yoga mit allen seinen verschiedenen Aspekten. Aber im Grunde habe ich die meisten Erfahrungen gemacht in der Meditation, also auch in Meditationsretreats, also in längeren Zeiträume von oft sind es 10 Tage, manchmal auch 21 Tage der Stille, wo man sich voll und ganz auf die Meditation konzentriert. Das habe ich in verschiedenen Schulen gemacht, wie die Vipassana-Organisation zum Beispiel, sehr, sehr zu empfehlen. Oder auch es gibt eine tolle Schule, die heißt Hridaya Yoga, die machen auch tolle Meditationsretreats. Da geht es um das Herz und um das Erfahren unseres Selbst und die Erkenntnis, dass wir dasselbe Selbst haben, dass ich dasselbe Selbst habe wie du und du Ja. dasselbe Selbst hast wie jeder andere, dass wir dieselbe Quelle teilen. Das ist eine ganz, ganz schöne Schule, die Hridaya-Yoga-Schule, sehr zu empfehlen. Und habe dann auch selber angefangen, Meditationsretreats zu unterrichten, vor allem in Peru. Da habe ich auch einige Jahre gelebt. Einen ganz, ganz tollen Platz im heiligen Tal der Inkas heißt das. Wir planen wahrscheinlich für diesen November eine Reise dorthin. Da freue ich mich schon drauf, also wo wir auch Menschen mitnehmen auf die Reise. Habe dort in der Nähe von dem Heiligen Tal, so ein paar Stunden weg, am Titicacasee heißt er. Ist ein ganz, ganz magischer Platz, großes Kraftfeld, auf 4000 Metern Höhe, auf einer Insel, jeden Vollmond ein Meditationsretreat auch unterrichtet. Das war auch eine meiner schönsten Erfahrungen. Also auch viele, viele Male waren wir an diesem tollen Platz. Und Meditation und Meditationsretreats sind wirklich meine Liebe, meine Hingabe. Das ist auch das, was ich von Herzen mache, was ich auch total gern teile mit anderen Menschen. Aber die Palmblätter wurden dann eben das Werkzeug, um auf sehr schnelle und effiziente Weise Menschen einen Zugang zu einem tieferen Verständnis ihres Lebens zu geben und auch eine Möglichkeit zu geben, gewisse Blockaden zu transformieren und so das Potenzial zu entfalten. Und das lebe ich an den Palmblättern, da die so schnell und direkt sind. Also ich liebe die Meditation, aber ich weiß auch, das ist nicht für jeden, ne? Und es ist auch schwierig für viele Menschen, da innerlich und äußerlich den Raum zu haben, wirklich so in die Stille zu gehen. Und die Palmblätter, die sind eben ein viel, viel einfacheres Werkzeug, einen Zugang zu halten zu dieser größeren Perspektive des Lebens. Und deswegen ist einer der Gründe, warum ich mich entschlossen habe, damit zu arbeiten auch. Mache eben viel über Träume. Also wenn ich Fragen habe,
an mein höheren Selbst oder an die allseins göttliche Quelle, dann mache ich das eben bevor ich einschlafe, stelle ich Fragen und dann bekomme ich die eben über Bilder in meine Träume oder außerkörperliche Erfahrungen. Und da habe ich, wie ich meinen Kanal, Bewusstsein TV-Kanal, eröffnet habe sozusagen, habe ich dann überlegt, so, wie beschreibe ich dann das? Und dann kam mir so das Motto, ich bin im Selbst und bewusst im Sein. Und ich finde das toll, dass mir das so eingegeben wurde, weil das erklärt eigentlich alles. Ne? Also ich schreibe dann immer, ich bin, also bin selbstbewusst oder ich bin bewusst im Sein. Also man ist egal, wie man das, diese Wörter hinten kombiniert. Es sagt immer sehr viel über mich, über ich aus, hat nichts mit Ego zu tun, sondern mit mir. Ich beschäftige mich eben mit meinem Selbst und ich bin bewusst. Wobei ich mir dann immer Gedanken mache über diese Bewusstheit, die wir haben. Was meinst du, ist es so Verstand? Ist es auch die Erklärung des Verstandes? Weil bewusst ist ja Tagbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist ja das, wo wir sozusagen auf unsere Seele oder Kontakt mehr mit unserem eigentlichen unterbewussten Selbst in Kontakt treten können. Und das Bewusstsein ist ja das Tagbewusstsein, eigentlich ja Verstand. Oder was meinst du dazu? Ich glaube, der Verstand, der findet im Bewusstsein statt. Hm, genau. Das Bewusstsein ist praktisch das Fundament für alle Erfahrungen. Selbst für die Schlafenserfahrung, wo wir nicht tagesbewusst sind, ne? Der Schlaf findet im Bewusstsein statt. Genau, also es wird ja viel, ist ja klar, das, was unsere Sinne im Tagbewusstsein erfahren, wie gesagt, ich mache auch Sinnesförderung und Seelenplan-Coaching, das hängt ja alles zusammen. Also wir als bewusster Mensch nehmen ja alles über die Sinne wahr. Das ist ja unser Bewusstsein oder unser Tagbewusstsein, wo wir als Mensch oder ja als bewusstes Wesen, sagen wir so, existieren. Und aber wir bestehen ja nicht nur aus 5 Sinne. Das ist immer, ich würde sagen, wir vergessen unseren sechsten wichtigsten Sinn. Das ist ja unsere Intuition, die uns mit dem Unterbewusstsein und dem Tagbewusstsein verbindet. Ich sage mal, stellt euch das so vor, das ist wie dieses Bauchkribbeln, wenn ich verliebt bin. Das ist so diese Energie, die man als Intuition bezeichnet. Also zumindest ist das das Gefühl, wie ich das bekomme. Und genau, und über diesen Weg habe ich dann eben mein Programm entwickelt, 2002. Habe das immer auch in Verbindung mit autogenem Training gemacht. Aber habe halt dann herausgefunden, das weißt du ja selber auch, dass manche Leute oder viele Leute eben Probleme haben, in Meditation zu gehen und man ein einfaches Werkzeug dazu braucht, Palmblätter und sich mit sich selber zu beschäftigen, aber auch autogenes Training. Das ist ja auch eine Variante, wie man sich eben selbst in Ruhe versetzen kann und durch Affirmation sich dann natürlich auch gesundheitlich anders einstellen kann oder auch, wie gesagt, zur Ruhe bringen. Das, was dann bei den Palmblättern nochmal besonders ist, dass die eben schon vor langer Zeit von den sogenannten Rishis geschrieben wurden. Die Rishis sind, man kann sie als zeitlose Meister beschreiben, deren Bewusstsein viel, viel weiterentwickelt war als unseres heute. Und die auch der Legende nach lange Lebensspannen hatten, die viele hunderte oder die auch tausende Jahre gelebt haben. Und jetzt sind die zwar nicht mehr auf dieser Welt, und gleichzeitig sind die aber noch ganz präsent in den feinstofflichen Welten. Denn die Rishis und viele andere aufgestiegene Meister sind ständig hier, um uns Menschen und die Erde zu unterstützen. Und die Palmblattlegung ist auch ein Weg, um uns mit dieser Dimension, dieser aufgestiegenen Meister zu verbinden. Da kommt auch ganz viel Segen und Unterstützung durch, also durch die Lesung dann in unser Leben hinein. Und das ist meiner Meinung nach der eigentliche Zweck der Palmblattlesung. Das ist auch das, worauf ich mich konzentriere, wenn ich selber Lesungen habe.
denn, also für mich selber habe. Da vergesse ich oft ziemlich schnell, was mir da gesagt wurde, ironischerweise, weil mein Fokus so sehr auf diesem Segen ist, der da hindurchkommt und auf diese Verbindung mit diesen feinstofflichen Ebenen auch. Also die Palmblattlesung ist viel, viel mehr als nur eine Zukunftsvorhersage. Es ist wirklich ein spiritueller Prozess, der uns hilft, unser Karma zu reinigen und auch diesen Segen einlädt in unser Leben. Und das macht es eigentlich so kraftvoll. Also ich weiß ja mittlerweile von jetzt auch von Thomas, es gibt 14 Kapitel, das ist ja richtig, ne? Genau, in einem Palmblatt gibt es 14 verschiedene Kapitel und dann gibt es auch nochmal so geheime Zusatzkapitel, 15, 16, aber das dann zu, die hat nicht jeder, das ist ein bisschen kompliziert, deswegen kann man sagen, 14 Kapitel hat ein Palmblatt. Und was die 14 Kapitel, kann man da sagen, es gibt sozusagen Titel dazu, also wie jetzt Familie, Beruf oder was beinhalten denn diese 14 Kapitel? Genau, das ist richtig. Also das erste Kapitel, das ist das allgemeine Kapitel, da wird das gesamte Leben beschrieben, so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ne? Da geht es aber auch um alle Aspekte. Da geht es um Familie, Beruf, Beziehung, Gesundheit und so weiter. Alles vom Moment der Lesung bis zum Ende des Lebens. Das ist auch bei weitem das ausführlichste Kapitel, das erste. Dann ist das letzte Kapitel, das Kapitel 14, da geht es um die sogenannten Remedies. Das sind Empfehlungen, was man machen kann, um gewisse karmische Blockaden zu transformieren und aufzulösen. Und eben so das Potenzial mehr zu entfalten. Meiner Meinung nach ist das der wichtigste Teil der Palmblattlesung, weil das wirklich das ist, was die Veränderung in unser Leben bringen kann. Und die kann sehr spürbar und auch sehr groß sein, die Veränderungen, die dadurch geschehen können in unserem Leben. Und das findet auch in der ersten Lesung statt. Das erste Kapitel, die Beschreibung des gesamten Lebens, und das Kapitel 14. Und nach der Lesung kann man dann auch alle Fragen stellen, die man noch hat, obwohl die meisten wahrscheinlich schon beantwortet wurden durch die Lesung. Und das ist die erste Lesung. Und Kapitel 2 bis 13 geht dann nochmal ins Detail zu vielen verschiedenen Themen, eben Gesundheit, Beziehung, Beruf und Familie und so weiter. Und wenn man möchte, kann man zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal einzelne Kapitel lesen lassen. Ich empfehle das vor allem mit bisschen Abstand, am besten mit bisschen Abstand zur Lesung. Man muss die erste Lesung erstmal integrieren und das, die Informationen sacken lassen und so weiter. Und auch ist gut, wenn man auch erstmal diese Remedies, diese Empfehlungen anwendet. Und dann später mit ein bisschen Abstand, wenn man gerade vor einer Frage steht im Leben, dann ist es, kann es hilfreich sein, dazu oder vielleicht zu ein paar Themen nochmal einzelne Kapitel lesen zu lassen. Aber es ist nicht so, dass das auf jeden Fall notwendig ist. Also für die meisten Menschen reicht das erste und das 14. Kapitel aus. Und was benötigt man jetzt bei euch, um so eine Palmblattlesung machen zu lassen? Also der Prozess, der beginnt damit, dass man erstmal die Lesung bei uns bucht, kann man einfach auf unserer Webseite machen. Dann bekommt man eine E-Mail von uns mit der Bitte, einen Daumenabdruck einzuschicken. Denn die Suche nach dem Palmblatt beginnt mit einem Daumenabdruck. Der rechte für die Männer, der linke Daumenabdruck für die Frauen. Ah, ganz wichtig. Und wichtig. Einfach aufs Stempelkissen drauf und ein paar Mal auf ein Papier und uns dann von ein Foto schicken. Das löschen wir übrigens danach auch. Keine Angst, das wird sehr vertraulich verwendet. Manche Menschen haben da Sorgen, verstehe ich. Ja. Genau, und anhand von dem Daumenabdruck werden dann zwei oder drei solche Bündel von Palmblättern ausgewählt. So sehen die aus. Das ist kein altes Bündel. Das wurde mir so als Ansichtsexemplar gegeben. Das sind Palmblätter drin, die von einem, man kann sagen, Palmblattleser im Training geschrieben wurden und damit er das geübt hat. Denn die Palmblätter, die halten zwar einige hundert Jahre, aber dann fangen sie an zu zerfallen. Deswegen wurden die auch immer wieder per Hand neu abgeschrieben. Ja. Das ist einfach ein Beispielexemplar. Genau. Und genau, dann werden zwei oder drei Bündel ausgewählt und in der Videokonferenz wird dann erstmal aus diesen Palmblattbündeln das richtige Palmblatt identifiziert. In der Videokonferenz, da ist dabei der Palmblattleser, der spricht Tamil. Und der ist auch trainiert, der hat es seit Generationen gelernt. Das ist eine Kunst, die weitergegeben wird. Ne? Oft von Vater zu Sohn sind meistens Männer. Ganz selten auch Frauen, aber meistens Männer in Indien. Wo war ich? Genau, der ist der Palmblattleser, ein Übersetzer, der übersetzt von Tamil auf Englisch. Der ist auch in Indien. Und von uns ist dann ein Moderator dabei, der oder die, bei uns sind es ein bisschen mehr Frauen als Männer, die Moderatorinnen, die das dann von Englisch auf Deutsch übersetzen oder auch in viele andere Sprachen. Also wir haben Übersetzungen auf Japanisch,
Russisch, Französisch, Spanisch, Toll. viele, viele verschiedene Sprachen, aber der Großteil der Menschen, die kommen aus dem deutschen Raum zu uns. Deswegen haben wir auch viele deutsche Übersetzerinnen. Genau, dann wird aus den Palmblättern wird dann immer eine Sache vorgelesen, ein Satz vorgelesen. Wie zum Beispiel, du bist im Jahr 1962 geboren. Und sagt mal ja oder nein. Wenn man nein sagt, heißt es, okay, das nicht so richtige Palmblatt, geht es zum nächsten. So, oh, nein. Du hast drei Schwestern. Ja. Bist im Jahr 1965 geboren. Ja. Dein Name ist Susanne. Ja. Der Name deines Vaters ist Michael. Ja. Der Name deiner Mutter ist Lisa. Ja. Du bist an dem und dem Tag geboren. Ja. Herzlichen Glückwunsch, wir haben dein Palmblatt gefunden. Ah, okay. So wird es identifiziert. Und dann, wenn es identifiziert wurde, dann gibt es eine kurze Pause. Und dann beginnt die Lesung des Palmblattes. In der Pause schauen die sich einfach das Palmblatt nochmal genau an und beginnen dann danach mit der Lesung. Und diese Lesung, die beginnt im Jetzt, das ist am detailliertesten, und geht dann bis zum Ende des Lebens und beschreibt alle Aspekte des Lebens. Immer in so verschiedenen Zeitschritten. Im Alter von so und so kann das und das passieren oder wird das und das passieren. Und danach kann man dann auch noch alle Fragen stellen, die man dann vielleicht noch hat. Jetzt ist ja so ein Palmblatt ziemlich klein, ne? Also sind es nur Beispielexemplare. Die richtigen Palmblätter sehen auch ein bisschen schöner aus. So sieht es aus ungefähr. Ja, steht nicht viel drauf eigentlich. Ja. Und die sind auch sehr poetisch geschrieben, sehr blumig, sehr symbolhaft. Ne? Das heißt, man kann die nicht eins zu eins vorlesen, wie man jetzt aus einem deutschen oder englischen Buch lesen würde. Aber der Palmblattleser, wenn er das sieht, für den geht eine ganze Welt auf. Wie ein Hologramm sieht er das Leben des Menschen vor sich. Und natürlich ist es gut, wenn er auch schon einen Eindruck bekommen hat von der Person, ne? Dass er weiß, okay, das könnte ungefähr zu denen passen. Und so liest er dann aus diesen paar Zeilen eben das gesamte Leben her ab. Ich Über finde Menschen. es fantastisch. All faszinierend. Also ist eigentlich wie ein Channel, ne? Es ist Oder? ein Channeling. Ja. Und gibt aber auch eine Grundlage. Also das Palmblatt ist schon da. Ja, und das ist ja ein, so habe ich das ja jetzt auch von Thomas gehört, es ist ja ein Singen und es wird sich sozusagen eingeschwungen auf diese, auf dieses Palmblatt, auf diese Energie, ne? Mit dem Genau. Palmblatt verbunden. Das ist richtig. Ja. Ich finde es klasse. Also ich kann mir das halt gut vorstellen, weil ich ja auch meine Eingaben über Bilder bekomme oder durch, wie soll ich sagen, dass man mit mir spricht oder manchmal auch, dass ich irgendwas schreibe, was ich dann im Nachhinein lese und denke, okay, das ist von jemand anders geschrieben oder die Eingabe kam von jemand anders. Deswegen finde ich dieses Thema auch hochspannend. Und ich habe auch gestern schon mal kurz gesagt, was mich auch wirklich interessieren würde, wäre, vielleicht kannst du ja da mal fragen bei den Kollegen, ich würde ja gerne mal fragen, wie sie damit zurechtkommen. Weil ich weiß, wenn man halt so eine Gabe hat oder auch anders ist, das weißt du ja auch in deinem Leben, wie diese, ich sag mal, Palmblattleser damit zurechtkommen, weil sie sehen ja oder bekommen ja sehr, sehr viel von den Menschen gezeigt. Und das ist ja eigentlich ihr Leben. Sie machen das ja, kriegen das ja übermittelt oder mitgegeben, ja auch von den Vätern, so wie du gesagt hast. Das sind ja meistens Männer. Ich habe auch noch keine Frau jetzt. Das auch noch zwar jetzt schon recherchiert, habe das aber auch noch nicht gesehen, dass jemand es eine Palmblattleserin gibt. Kennst du da jemand oder hast du das schon mal gesehen, dass es eine Frau gemacht hat? Ja, in Bali. Wir arbeiten auch mit einer Bibliothek in Bali. Und dort ist es tatsächlich sehr, sehr feminin, wird von Frauen geleitet. Dort ist sowohl die Palmblattleserin als auch die Übersetzerin sind beides Frauen. Der Ansatz ist aber anders in Bali. Dort geht es nicht so sehr um die Vorhersagen für die Zukunft, sondern dort enthalten Palmblätter eher eine Beschreibung der Charakteristik der Seele und der Energiefrequenzen eines Menschen. Auch sehr schön.
Auch Empfehlungen, also ja, man könnte das und das machen. Die Lesungen, die finden nicht live statt, sondern als Aufzeichnung und sind um einiges kürzer. Also Indien, die Lesungen in Indien, die sind detaillierter und mehr über die Zukunft und umfassender, also auch viel länger, der gesamte Prozess. Aber wir arbeiten eben auch mit einer Bibliothek in Bali und dort ist es eben sehr, sehr weibliche, die Energie. Und ich finde es auch schön, diesen Gegensatz. Ja. In Ihnen, ne, sehr maskulin, in Bali sehr feminin, das ist irgendwie sehr stimmig. Also wir kennen ja eigentlich in dem deutschsprachigen Raum, also wie gesagt, ich habe das ja auch recherchiert, habe da nichts rausbekommen. Und kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr über die balinesische Lesung sprechen? Weil das kennt man gar nicht. Also ich habe davon noch nichts gehört. Das wäre doch mal hochspannend. Erzähl doch mal darüber. Sehr gerne. Ich kann auch ein paar Bilder dazu zeigen. Vielleicht hast Ja, du gleich. super. Ja, das ist ein Moment. Also ich war auch in Bali in verschiedenen Bibliotheken. Oh, nee, es stimmt nicht, bei verschiedenen Lesern. Also ich war in Bali einmal beim Palmblattleser am Berggang. Zum Glück schnell gefunden. Wow. Hier ganz schöner Mensch, der war der Großteil der Zeit, als wir bei ihm waren, eigentlich in so einem meditativen Zustand und hat dann so wirklich aus der Trance herausgesprochen, während er das Palmblatt gelesen hat. Da wird das Palmblatt gerade gelesen. Auf der linken Seite ist der Übersetzer, der Herr Vajan Kasta heißt der, der auch Menschen dorthin bringt. Ja, hier. Die sehen ganz anders aus, die Palmblätter, oder? Die sehen dort echt ein bisschen anders aus als in Indien. Die sind auch, glaube ich, in einer anderen Sprache geschrieben. Aber bei diesem Panda-Lesen ging es auch um die Zukunft. Und dann waren wir aber noch in der Panda-Bibliothek im Norden von Bali, in der Stadt Singaraja. Und hier sehen wir Oh, so sieht das aus. viel organisierter als in Indien. Ne? Wirklich alles schön in Boxen gepackt. Ja? Und hier sieht man auf links bin ich, rechts ist meine Frau, die liebe Stefanie. Und dazwischen ist die Sri auf der linken Seite, die glücklicherweise auch fließend Deutsch spricht. Die mit Und dem in der lilanen Oberteil, ne? Oder violetten Oberteil. Genau, ja. Ja. Und rechts davon ist die Ayu, die Palmblattleserin. Und die sind auch, die machen das auch ganz schön zusammen, die beiden. Man sieht schon, in Bali ist es viel organisierter als in Indien. In Indien ist alles sehr chaotisch, kann man sagen, aber es funktioniert. In Indien ist es wie geführt, kann man sagen. Bali ist wirklich organisiert und ist auch ein richtiges Institut, das auch von der balinesischen Regierung finanziert wird. Hier sieht man nochmal die Ayu rechts, die Palmblattleserin, links die Sri, die das beide richtig toll machen. Nochmal die Palmblätter, man kann sehen, die sind auch nicht nur beschrieben, sondern haben auch oft Symbole drauf. Wenn man da reinkommt in dieses Institut, dann gibt es auch erstmal eine kleine Ausstellung über die Palmblätter. Es wird auch alles erstmal erklärt, wie in so einem kleinen Museum. Das ist richtig toll organisiert, da kann man ganz viel so lernen auch, dass man sich sonst so zusammensuchen muss. Dort ist diese Information so richtig toll präsent. Und dann hier nochmal. Sind die denn auch so alt, die Palmblätter, und kommen die denn auch von Rishis oder heißen die dort anders? Das ist eine wichtige Frage. Es gibt einen großen Unterschied. Und zwar in Indien ist all die Information auf dem Palmblatt und der Leser, der channelt das so ein bisschen. In Bali wurde die Information schon vor langer Zeit von den Palmblättern in Büchern übertragen. Also eher sowas, wie ich da jetzt hinten habe. Genau, kann man sagen. Und die Lesung findet dann auch oft teilweise vom Palmblatt, teilweise von diesen Büchern statt. Aber die Information in den Büchern, die ist nicht auf eine Person bezogen. Da gibt es dann nicht in dem Buch das Kapitel zu Alexandra. Sondern da gibt es dann ein Kapitel über Menschen mit deiner Energiefrequenz. Ach, sehr interessant. Teilweise ist es archetypisch und teilweise dann persönlich. So ein bisschen ein Mix von beiden. Während in Indien ist es alles sehr persönlich, das Palmblatt. Ich für die Person, das Palmblatt. Genau, das ist auch ganz, ganz tolle Erfahrung in Bali. Ein großer Unterschied für uns leider ist, dass wir mit in Bali nur 2 bis 3 Lesungen die Woche machen können, weil die nicht viel Kapazität haben. Und in Indien, da können wir sehr viele Lesungen machen jeden Tag, weil es gibt viele verschiedene Leser und Übersetzer. Wir haben ein großes Team von Lesern und Übersetzern.
Deswegen können wir in Indien viel mehr Lesungen machen. Aber die Lesungen in Indien, die sind auch viel ausführlicher und viel detaillierter. Also ich sehe die Lesung in Bali eher so als eine Zusatzerfahrung. Wenn man später nochmal den Ruf hat, hey, ich könnte das mal ausprobieren, dann kann es interessant sein. Ansonsten ist Indien eher so die erste Anlaufstelle, würde ich empfehlen. Aber ich finde es, also das finde ich jetzt hochspannend. Wie gesagt, ich habe darüber noch gar nichts gehört und ich habe mich da jetzt total gefreut, dass du da auch uns Bilder mal gezeigt hast, weil ja, ich finde es jetzt einmalig, fand es jetzt richtig klasse und informativ. Schön mal zu sehen, ne? Auch so. Ja, total. Also ich muss sagen, das connectet mich total. Also auch das mit den Frauen und die Erfahrung, dass man vielleicht da so eine, wie soll man sagen, eine Verbindung zu anderen Menschen hat, weil das stellt sich ja dann in dieser Lesung mehr so dar, ne? Dass man sagt, okay, ich sag mal, in einem Gruppenkollektiv zusammenzugehören, wie in einer Familie, aber halt spiritueller Hinsicht, ne? Also finde ich Genau. total klasse. Ein Das Unterschied zwischen Bali und Indien, in Indien ist auch, dass in Bali geht es nur um einen selbst. In Indien, da geht es auch um Menschen, die einem nahe sind. Hm? Eltern, Kinder, Partner, Geschwister. Also deren Leben wird dort auch beschrieben. Während in Bali, da geht es nur um die eigene energetische Frequenz und was einem gut tut und so weiter. Okay, also Indien ist eigentlich mein persönliches Palmblatt. Genau. Und in Bali ist das mehr, ich sag mal, das energetische Kollektiv, was zu mir passt. So kann man es beschreiben. Uns gibt aber gleichzeitig auch eine persönliche Komponente. Also die Leserin in Bali, die channelt auch. Also wir schicken zum Beispiel die Informationen, die die Bibliothek in Bali vorerhält, ist nicht der Daumenabdruck, sondern die erhalten tatsächlich den Namen. Ich glaube, das Geburtsdatum und ein Foto der Person, sodass die Leserin sich auch auf die Person einstimmen kann. Ah, okay. Genau. Aber die Lesung, die findet auch nicht live statt, sondern als Aufnahme. Das hat einfach logistische Gründe, weil es fällt ihnen oft schwer, Termine zu machen und die werden dann oft nochmal umgeändert und so und es war sehr schwierig. Deswegen machen wir nur noch die Aufzeichnung. In Indien ist es live. Und die sind auch ziemlich pünktlich in Indien. Nicht normal in Indien. Ist das. Und wie ist es von von dem Zeitunterschied her? Wie lang dauert jetzt, sage ich mal, oder ja, wie lange dauert die Lesung für eine Person aus, wenn man jetzt in der balinesische Lesung machen lässt, oder wie lange dauert jetzt aus Indien Das ist ein da? großer Unterschied. In Bali ist eine Aufzeichnung und die dauert meistens um die 30 Minuten. Ach so, kurz. Genau. In Indien ist es ein längerer Prozess, weil das Palmblatt erstmal identifiziert werden muss aus dem Bündel. Das kann zwischen 20 und 60 Minuten dauern. So. Zwischen 10 und 60 Minuten, manchmal auch, das ist auch ganz schnell. Und dann die eigentliche Lesung, die dauert dann auch nochmal so 1 bis 2 Stunden, würde ich sagen. Je nachdem, wie viele Fragen man auch hat. Also insgesamt kann der ganze Termin schon bis zu 3 Stunden dauern in Indien. Sogar manchmal auch ein bisschen mehr sogar. Also ein Plan ist immer 3 Stunden. Das wäre es am besten. Und bei dem anderen braucht man ja eigentlich nichts einplanen, weil man kriegt es ja zugeschickt dann, ne? Kriegt man zugeschickt, nur ein bisschen Geduld muss man einplanen, weil ich glaube, momentan dauert es um die 2 Monate. Wenn jetzt viele Menschen das sehen und das buchen, dann würde es sehr lange dauern. Weil die Kapazität eben sehr gering ist in Bali. Aber wir wollten es eben auch anbieten, weil das eben auch ein ganz, ganz toller Schatz ist, ne? Der Zugang zu diesen Bibliotheken. Hast du noch irgendwas Interessantes jetzt an Unterschiede, die du vielleicht unseren Zusehern mitteilen kannst? Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt gar nicht zufällig jetzt mal auf die Sprache der balinesischen Lesung gekommen wären, gibt es noch irgendeine Art einer Lesung, außer jetzt das Balinesische und das Indische? Nee, das sind die beiden Lesungen, die wir anbieten, aber hauptsächlich die indische Lesung, das, worauf wir uns konzentrieren, weil die eben auch nochmal detaillierter ist.
Und die balinesische Lesung, das ist dann nochmal so ein Zusatzangebot, falls jemand sich nochmal vertiefen möchte in der Welt der Palmblätter. Es ist allerdings auch möglich, wenn man schon eine Lesung hat in Indien, nochmal eine zweite zu machen. Und zwar dann von einem anderen Rishi, von einem anderen Autoren. Die meisten Menschen, die haben erstmal eine Palmblatt-Lesung von einem Palmblatt, das von einem Rishi Agastya geschrieben wurde, so heißt er. Und es gibt aber auch viele andere Rishis, die Palmblätter geschrieben haben, zum Beispiel der Rishi Boha, Vasishtha, Shivavakya und noch ein paar weitere. Und man kann dann in einer zweiten Lesung nochmal ein anderes Palmblatt suchen lassen, das dann vielleicht nochmal einen anderen Fokus hat. Und es kann sich auch ganz anders anfühlen. Um ein Beispiel zu geben, als ich die erste Lesung hatte, da wurden bestimmte Ratschläge gegeben, was ich tun sollte, um gewisse karmische Blockaden zu reinigen. Ich habe das mit so viel Hingabe gemacht und es ging mir, hat mir so viel Spaß gemacht und ja, war so einfach. Dann hatte ich nochmal eine Lesung, ein Jahr später von einem anderen Rishi. Habe ich wieder ähnliche Ratschläge bekommen und es fiel mir total schwer, die zu machen. Das habe ich gemerkt, das war wie so ein bisschen so eine Blockade, ne? Weil das, da musste sich nochmal anderes Karma so lösen und es war schwieriger, deswegen hatte ich überhaupt erst eine Blockade, das zu machen. Es war ganz interessant, wie unterschiedlich sich das angefühlt hat. Und die verschiedenen Rishis, die haben auch oft ein bisschen verschiedene Ansätze. Zum Beispiel der eine, der beschreibt eben das Leben generell, der andere, der beschreibt eher ein bisschen so mehr Fokus auf die Spiritualität oder auf die Beziehungen oder auf die Gesundheit. Nee. Aber die erste Palmblatt-Lesung, die ist eigentlich meistens vom Rishi Agastya, das ist auch den meisten Menschen zu empfehlen. Und hast du, da, soweit habe ich jetzt nicht geguckt auf deiner Internetseite, hast du die Erklärung zu den unterschiedlichen Rishis da auch drauf, was die Nee, jetzt? das haben wir nicht drauf, auch um die Menschen nicht zu verwirren. Denn für die meisten Menschen ist das schon sehr weltverändernd, oder ihr verändert ihre Welt sich, dass es überhaupt die Palmblatt-Bibliotheken gibt. Und für die meisten Menschen ist sowieso die erste Palmblatt-Lesung von dem Rishi Agastya zu empfehlen. Wenn wir dann noch verschiedene Rishis erklären würden, das wäre verwirrend für die meisten Menschen. Aber ich wollte es erwähnen, dass wenn man schon mal eine Lesung hatte, dann kann man auch noch mal nach einem anderen Palmblatt suchen lassen. Also für mich zum Beispiel, für mich wäre eben interessant, alles, was mit dem, mit der spirituellen Ebene zu tun hat. Hochspannend, wie gesagt, bin ich das auch mit Bali, auch weil mir die Frauen, wie gesagt, ich gehe ja auch aus meiner Intuition raus und ich habe ja auch mit dir darüber gesprochen, wegen meiner Palmblattlesung, weil ich die Eingabe eben bekommen habe, das von der Frau übersetzen lassen. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie man da drauf kommt, das ist meine Intuition. Wie gesagt, ich arbeite ja viel mit Intuition und ja, natürlich in deinem, ich sag mal, Team auch Frauen drin. Deswegen fand ich das super und Stefanie, vielleicht, dass es da klappt, dass ich dann da eine Einblattübersetzung von ihr bekomme. Ich hatte ja dir auch schon gesagt, ich würde mich gerne mal mit so einem Übersetzer oder Palmblatt-Reader direkt, der die Informationen von den Rishis bekommt, ja austauschen. Ich kann Ich das halt würde nicht, weil ich kann nicht so gut Englisch und deswegen bräuchte ich halt jemand an meiner Seite, der das macht. Und ich meine natürlich, ihr kennt euch ja dann auch schon länger oder du kennst die Übersetzer. Meinst du, das wäre möglich, sowas mal da so ein Interview zu machen? Also ich werde auf jeden Fall anfragen. Ich fände es natürlich auch total spannend, wenn wir das machen. Die sind oft ein bisschen kamerascheu. Und manchmal auch, soll ich sagen, ist ja ein ganz anderer kultureller Hintergrund. Ja, ganz klar. Also Indien und Deutschland ist ja generell ein anderer Hintergrund, aber auch die Welt der Palmblattleser, das ist nochmal wie so eine eigene Welt. Selbst in Indien könnten viele wahrscheinlich nicht mit denen so direkt kommunizieren schon, aber ist eine andere Weltsicht, kann man sagen. Ist ja auch Also. eine Gabe, ne? Ich meine, ist klar. Also, wie gesagt, ich Die habe ja Frage auf auch jeden Fall lange an. Ich finde gebraucht. es spannend, wenn wir das machen. Ja, ich, weißt du, ich bin ja auch erst seit, ich sag mal, seit einem Jahr gehe ich nach draußen
in die Öffentlichkeit und gehe da offen mit meinen Gaben und Themen um und Herausforderungen. Es fällt mir auch nicht leicht. Deswegen, ich bin ja auch nicht der, ich sag mal, der Thomas, der da wirklich da so viel Information auch da an die Öffentlichkeit bringen kann. Ich bin nicht der Mensch eigentlich, der so in die Öffentlichkeit geht, sondern eigentlich immer mich im Hintergrund gehalten habe. Ich habe zwar ein Buch geschrieben, 2004, über meine Träume und Erfahrungen mit den Prophetien, die ich hatte, aber oder habe. Aber das war das Einzige, muss ich sagen, wo ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich mich so nicht als Verräter gefühlt habe, aber es ist natürlich auch ein Verarbeitungsprozess, ne? Und ist nicht anerkannt, wenn du so Gaben hast und bist schnell verschrien, wie es bei mir war, als Hexe oder Teufel oder sonst irgendwas. Und dann zieht man sich zurück ins Schneckenhaus und man muss sich ja schützen. Wie soll man sich sonst schützen? Und man kann sich nur durch Rückzug der Öffentlichkeit entziehen. Und deswegen, ich verstehe das total. Aber für mich wäre das einfach interessant. Also wäre Ich toll, hoffe, wenn du dass es das hier angekommen. liest. Wäre Ja. natürlich total spannend. Ja. Ja, ich glaube, das wäre toll. Also für mich wäre es toll, mal so mit jemand auch zu sprechen, der Gaben hat und wie er damit zurechtkommt. Ich hätte mich auch gerne mal, ich habe mich auch schon versucht zu verbinden, zum Beispiel mit Nostradamus oder mit Irlmeier, mit Edgar Cayce und so weiter und so fort, weil ja, aber ich muss auch sagen, ich habe sehr großen Respekt vor dem Channeln, bin eigentlich nicht der Mensch, der sowas tut, weil ich weiß, wenn man Toren und Türe öffnet, ich habe das in meiner Jugend, ich meine, das kennt man ja auch mal mit Gläserrücken und so weiter gemacht und da habe ich einige unschöne Tore geöffnet oder Türen geöffnet, die ich im Nachhinein schwer wieder zubekommen habe, weil man weiß nicht, was da kommt oder was durch einen spricht, weil wenn du dich öffnest, dann lässt du eben alles geschehen, weil du trittst ja in dem Sinn ja in den Hintergrund und lässt jemand anders, eine andere Energie durch dich sprechen. Und du kannst immer getäuscht werden und du kannst dich auch nicht vor allem schützen, was viele denken. Es bleibt immer, wir haben ja gestern schon über diese energetische Signatur gesprochen, die ja in dem Allem steckt, in allem Lebenden. Und deswegen habe ich da Respekt davor und möchte das eigentlich nicht praktizieren. Ne? Aber mich interessiert das halt, wie das erstmal vor sich geht, wie sich das anfühlt. Das wären halt so meine Fragen, ne? Bei den Palmblatt-Lesungen ist das Gute, dass das eben von einer sehr hohen Frequenz kommt, von den Rishis, diesen aufgestiegenen Meistern. Wir haben ein Video, das finde ich ganz spannend. Da haben wir mal ein kleines Interview gemacht mit einem Palmblatt-Leser und einem Übersetzer. Es geht nur ganz kurz. Dann fragen wir den, dass er mal die Namen nennen soll, all der Rishis. Ne? Und hinter ihm ist so ein Bild mit den Rishis und da ist nur eine Blumengirlande hängt da drauf. Und dann zeigt er so da drauf, ne? Rishi Agastya, Rishi Boha, Rishi Shivakya und plötzlich fällt die Blumengirlande runter. In dem Moment, wo er da drauf seid und die ganzen Namen nennen. Das war wie so ein Hallo, wir sind hier. Aber eben der Vorteil bei den Palmblatt-Lesungen ist, dass es die Nachrichten von einem sehr hohen und von einem sehr reinen Platz kommen. Und die Leser, die machen auch sehr viele Gebete und auch Rituale, um diese Energien der Rishis einzuladen und präsent zu halten. Sodass die, es ist nicht so, dass da auch andere Energien durchkommen könnten, weil das eben sehr geschützt ist, dieser Raum. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Ich hätte noch so viele Fragen. Ich glaube, uns würde auch noch einiges einfallen, was wir jetzt besprechen können. Ja, wir können auch gerne Aber noch ein zweites Gespräch machen, vielleicht auch nach deiner Lesung. ja, sehr gerne. Darf ich das ankündigen, dass es für den 4., 6. geplant ist? Meinst du, das funktioniert vom Termin her? Ich glaube, das sollte klappen.
Ich habe gestern Abend noch mal einen Daumenabdruck versucht hinzubekommen. Ach ja, genau. Da ist es ja auch noch mal mit dem Daumenabdruck. Ich war, da hatte ich auch mit Thomas Ritter und auch mit meinem geschätzten Bekannten Heinz Kalitsch darüber gesprochen. Er musste ja auch seinen Daumenabdruck abgeben. Das ist ja sehr charakteristisch auch. Da gibt es Punkte in den Genau, gibt es energetische Punkte in dem Daumenabdruck? energetische Punkte, ja. Ich könnte die jetzt nicht sehen, aber die Palmer-Leser, die können die sehen und dann sehen die, okay, das ist das Daumenabdrucksmuster. Jetzt suchen wir die und die Blattbündel, die tut dem Muster passen. Das ist sehr interessant. Und ich hoffe, ich habe das dann auch richtig gemacht. Und ganz wichtig ist es, liebe Leute, bevor wir jetzt schließen mit unserem interessanten ersten Interview, Stefan hat ja gesagt, wir werden uns auf jeden Fall nochmal treffen. Und da haben wir dann bestimmt noch einige andere Fragen. Vielleicht auch ihr habt Fragen. Es wäre toll, wenn ihr unter unserem Video hier dann natürlich eure Fragen stellen würdet, auch die ihr dann an Stefan habt. Da, die können wir dann weitergeben oder kann ich weitergeben und Stefan beantwortet sie dann. Und vielleicht kann man ja auch dann live draus machen, dass ihr dann direkt an Stefan Fragen stellen könnt. Das können wir dann mal. Wenn wir dann mal sehen, wie das funktioniert, das wird wahrscheinlich sowieso dann erst im Juli oder so sein, weil wir beide natürlich zwischendurch auch einiges zu tun haben. Und ich möchte ja auch meine Palmblattlesung erstmal so ein bisschen sacken lassen. Genau, also ganz wichtig ist es, Frauen, linken Daumen, ich habe jetzt meine Videos leider verkehrt rum, und die Männer den rechten Daumen. Ganz wichtig, dran zu denken. Warum ist es denn überhaupt so? Gute Frage. Ich glaube, das ist in der indischen Weltsicht so die linke Seite des Körpers eher so die feminine Energie repräsentiert und die rechte Seite eher so die maskuline Energie repräsentiert. Ja, ihr Ich Lieben. denke, dass es damit zusammenhängt. Also durch deine Lehren, Studien und Erfahrungen hast du jetzt ja, mal die Erklärung gegeben. Kannst ja mal die Palmblattleser fragen, ob die da eine andere Erklärung dazu haben. Ich kann ihn ja auch mal fragen. Genau. Und dann bin ich schon gespannt auf unser nächstes Gespräch, was wir haben nach meiner Palmblattlesung. Und liebe Zuschauer, ich werde euch an meiner Palmblattlesung dran teilhaben lassen. Das gibt eine Aufzeichnung. Und ich bin schon sehr gespannt. Seid ihr auch gespannt darauf? Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns bei meiner Palmblattlesung. Bis zum nächsten Mal, eure Alexandra von Bewusstsein TV. Tschüss! Ja.